Stellen Sie sich vor, Sie lernen einen neuen Menschen kennen und schon nach wenigen Sekunden hält der andere Sie für unsympathisch. Und nun sitzen Sie in dieser Schublade fest und Sie kommen einfach nicht mehr raus. Genau das können Sie durch die 30-Sekunden-Methode verhindern. Es ist ganz einfach. Mein Name ist Martin Wehrle. Ich bin Gründer der 365-Tage-Challenge und Autor des aktuellen Buches »Den Netten beißen die Hunde«. Mal ganz ehrlich, wenn Sie einen neuen Menschen kennenlernen, wie lange dauert es dann, bis Sie ein Urteil über ihn gefällt haben? Ein Urteil darüber, ob Sie den anderen eher sympathisch oder unsympathisch finden. Ein Urteil darüber, ob Sie sich freuen, ein längeres Gespräch mit dem anderen zu führen oder ob Sie schon mit der Frage befasst sind, wie komme ich am schnellsten und elegantesten aus diesem Gespräch wieder raus? Wahrscheinlich fällt Ihr Urteil verdammt schnell. Und dafür gibt es einen guten, dafür gibt es einen evolutionären Grund. Denn was ist die längste Zeit in der Menschheitsgeschichte passiert, wenn sich zwei Exemplare der Spezies Homo sapiens im Urwald oder in der Savanne begegnet sind? Jeder musste damit rechnen, dass der andere ihm eine Keule über den Kopf zieht. Es gab keine Polizei, die ihm hätte zur Hilfe eilen können, und es gab auch kein Gericht, um den Gewalttäter zu verurteilen. Es gab nur einen einzigen Mechanismus, der das eigene Leben schützen konnte, den eigenen Instinkt. In wenigen Sekunden mussten Sie beurteilen, meint der andere es gut mit mir? Kann ich mit ihm zusammen auf die Jagd gehen? Oder muss ich damit rechnen, dass sein Speer dann in meinem Rücken landet, nur damit er mir mein Fell rauben oder mein Revier alleine bejagen kann? Diese archaischen Prozesse, die laufen noch immer in unserem sogenannten Reptilienhirn ab. Wir tun zwar so, als hätten wir keinerlei Vorurteile, aber in Wirklichkeit sortieren wir die Menschen blitzschnell in Freund und Feind, in Gut und Böse, in Sympathisch und Unsympathisch. Für mein Verständnis der 30-Sekunden-Methode, die ich Ihnen gleich vorstelle, ist eine Studie der Universität Florenz aus dem Jahr 2012 hilfreich. Da haben Forscher herausgefunden, dass unser Gehirn über einen Werkzeugkoffer verfügt, der vor allem zwei Dinge über einen neuen Bekannten ganz rasch erfahren will. Erstens, ist derjenige vertrauenswürdig? Verfolgt er eine gute Absicht? Darf ich dem, was er mir erzählt, wirklich trauen? Und zweitens, welchen sozialen Status genießt der andere? Ist er stark oder schwach? Ist er kompetent oder inkompetent? Ist er mir überlegen oder unterlegen? Auch diese Einordnung ergibt evolutionär einen Sinn, denn der Urmensch musste zum Beispiel taxieren, ob er einem möglichen Kampf aus dem Weg gehen sollte oder ob er eine Chance haben würde. Der andere sollte also berechenbar für uns sein. Und genau an diesen beiden Kriterien, an der Vertrauenswürdigkeit und der Berechenbarkeit, daran lehnt sich meine 30-Sekunden-Methode an. Jetzt nehmen wir einfach mal an, ich begegne Ihnen das erste Mal in meinem Leben. Nie zuvor habe ich Sie gesehen. Ihr Name, der sagt mir genauso wenig wie Ihr Gesicht. Auf einmal stehen Sie vor mir. Wie soll ich Vertrauen in Sie fassen, ohne Sie zu kennen? Das wird mir nur gelingen, wenn Sie mir durch Ihr Verhalten und Ihr Reden eine Brücke zu sich bauen. Und das allererste, was ich an Ihnen wahrnehme, das sind keine Aussagen, sondern das sind Ihre Gestik und Ihre Mimik. Und das ist jetzt der erste von 5 Schritten meiner 30-Sekunden-Methode. Denken Sie, wenn Sie einem neuen Menschen begegnen, an etwas Positives. Zum Beispiel, wie schön es ist, dass Sie diesen Menschen jetzt treffen oder was an diesem Menschen Ihnen spontan gefällt. Oder warum Sie diesen Augenblick gerade so sehr genießen. Glauben Sie mir, dieser positive Gedanke, der wird sich in Ihrem Gesicht spiegeln. Sie werden lächeln, nicht nur oberflächlich lächeln, sondern von tief innen heraus. Und der andere, Sie wissen, sein Stammhirn, das tickt noch wie in der Savanne, der andere wird unbewusst in der Lage sein, ein echtes von einem falschen Lächeln zu unterscheiden. Probieren Sie dieses Lächeln von tief innen unbedingt aus. Das Wort Freundlichkeit, das stammt von Freund, damit können Sie in Millisekunden eine erste Brücke der Sympathie zum anderen schlagen. Und auch der zweite Schritt meiner 30-Sekunden-Regel, der zielt auf die Körpersprache. Denn welche Gefahr bestand in der Savanne? Zum Beispiel, dass der andere einen Stein in der Hand versteckte und damit plötzlich zuschlug. Also bauen Sie Vertrauen auf, indem Sie Ihre offenen Handflächen zeigen. Genau deshalb zur Vertrauensbildung wurde einst das Händeschütteln erfunden.
Aber auch in Corona-Zeiten sollten Sie es sich zur Gewohnheit machen, bei der Begrüßung Ihre Hände mit einer öffnenden, begrüßenden Geste nach oben zu drehen. Das ist wieder ein unbewusstes Minisignal, das Vertrauen schafft und Sie auf der Brücke der Sympathie einen Schritt weiter nach vorne bringt. Denn eine Handfläche, die leer ist, die zeugt davon, dass Sie in guter Absicht kommen. Und nun, erst im dritten Schritt kommt es darauf an, was Sie zu dem anderen sagen. Mit welchen Worten können Sie sein Vertrauen erzeugen? Natürlich mit vertrauten Worten. Und welches Wort ist das vertrauteste für den Menschen, der da vor Ihnen steht? Natürlich, sein eigener Name. Also, wenn Sie schon wissen, wie der andere heißt, sprechen Sie ihn unbedingt mit seinem Namen an. Ansonsten greifen Sie den Namen gleich auf, wenn ihn der andere bei der Begrüßung genannt hat, eventuell auf Ihre Nachfrage. Und jetzt folgt der nächste Schritt und der macht einen richtig großen Unterschied. Denn jetzt können Sie das Vertrauen verbal vertiefen. Und das gelingt Ihnen am leichtesten, wenn Sie eine Gemeinsamkeit zwischen sich und dem anderen Menschen ansprechen. Dann senden Sie indirekt das Signal, wir, du und ich, wir spielen in einem Team und wir stehen auf einer Seite. Ich gebe Ihnen mal ein paar Beispiele. Sie gehen in ein Vorstellungsgespräch und die Personalchefin kommt Ihnen entgegen. Nun zeigen Sie ein Lächeln, das von tief innen kommt und ebenso Ihre Handflächen. Sie sprechen die Personalchefin mit Ihrem Namen an und dann können Sie im vierten Schritt sagen, ich freue mich schon riesig darauf, dass ich Ihnen gleich erzählen darf, wie ich Sie bei der Einführung Ihres neuen Produktes unterstützen kann. Sofort gibt es ein gemeinsames Ziel, nämlich die Einführung des Produktes, von der Sie aus der Stellenausschreibung wissen. Ein solcher erster Satz, der schafft natürlich viel mehr Vertrauen, als wenn Sie nur eine Floskel wie »Ja, vielen Dank für die Einladung« verwenden. Beachten Sie die Sie-Orientierung des Satzes, dass ich Ihnen gleich erzählen darf, wie ich Sie bei der Einführung Ihres neuen Produktes unterstützen kann. Sie versetzen sich also in den Kopf des anderen und verwenden gleich drei Anreden. Empathie reimt sich nicht zufällig auf Sympathie. Und jetzt übertrage ich den vierten Schritt aufs Privatleben. Sie lernen auf einer Party bei Ihrem Kumpel Jan einen neuen Menschen kennen, einen alten Freund von ihm. Wieder lautet die Frage, wie können Sie Vertrauen durch eine Gemeinsamkeit schaffen? In diesem Fall wäre eine gute Variante, das freut mich sehr, dass ich dich als alten Freund von Jan kennenlernen darf. Ich habe schon oft festgestellt, dass ich mit seinen Bekannten und Freunden auf einer Wellenlänge funke. Woher kennst du ihn eigentlich genau, den Jan? Diese Variante schafft Vertrauen, weil sie die gemeinsame Bekanntschaft zu ihrem Freund Jan hervorheben. Das Vertrauen, das der alte Freund in Jan hat, das färbt also auf sie ab und zugleich äußern sie eine positive Erwartung mit Blick auf die Wellenlänge und sie spielen den Ball am Ende durch die Frage, woher er Jan kenne, an den anderen zurück. Sie zeigen also auch Interesse an ihm und sie zielen weiter auf den Vertrauensfaktor. Eine solche Begrüßung, die ist deutlich stärker, als wenn sie nur gesagt hätten, wunderbares Wetter für diese Party, findest du nicht auch? Und jetzt als fünfter Schritt der 30-Sekunden-Methode folgt noch ein sehr starkes Element. Machen Sie dem anderen rasch ein ehrlich gemeintes Kompliment. Fragen Sie sich also immer, wenn Sie einem neuen Menschen begegnen, was finde ich gut an diesem Menschen, was fällt mir positiv auf? Wenn Sie gezielt darauf achten, werden Sie immer etwas finden. Das darf sich auch auf den Vorkontakt beziehen. Zum Beispiel könnten Sie zu der Personalchefin im Vorstellungsgespräch sagen, ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie sich für unser Telefonat so viel Zeit genommen haben. Jetzt fühlt es sich für mich vertrauter an, bei Ihnen in der Firma zu sein. Ich habe ein bisschen das Gefühl, als würde ich Ihr Unternehmen schon kennen. Versetzen Sie sich in die Personalchefin. Wahrscheinlich geht es ihr wie uns allen. Sie wird viel zu selten gelobt und gewürdigt. Und durch ein solches aufrichtiges Kompliment werden Sie es vollends schaffen, die Brücke des Vertrauens zu ihr zu legen. Und sofort, nach gerade mal 30 Sekunden, wird sie Ihnen mehr Sympathie entgegenbringen als dem typischen Bewerber, der nur ein paar Floskeln drischt. Übertragen wir das auf die Party. Was könnten Sie dort zu Ihrer neuen Bekanntschaft sagen? Zum Beispiel, das finde ich richtig gut, dass du dich hier am Rand des Menschenschwarms platziert hast. Auch ich liebe deutlich mehr die Ruhe, als im Gewusel mittendrin zu sein. Warum ist dieses indirekte Kompliment so wirkungsvoll?
Weil sie wiederum eine Gemeinsamkeit betonen, vermutlich schätzt auch ihr Gegenüber den Rand des Trubels mehr als seine Mitte und zugleich öffnen sie sich und geben eine Information über ihre Mentalität preis. Und diese Offenheit, die sorgt für Sympathie, denn der andere spürt, dass sie ihm vertrauen und er wird in derselben Währung zurückzahlen, nämlich mit Vertrauen. Zudem liefern sie ihm einen Anknüpfungspunkt für den anschließenden Smalltalk. Ich verspreche Ihnen, für all das, was ich Ihnen jetzt beschrieben habe, brauchen Sie maximal 30 Sekunden und mit dieser Methode können Sie rasch und in unterschiedlichen Situationen die Sympathie anderer Menschen gewinnen und zwar auf die ganz, ganz ehrliche Tour. Schauen Sie jetzt unbedingt noch mein Video, wie Sie auf die Frage, wie geht's, sinnvoll antworten können, denn die beste Antwort, die ist eben nicht gut. Klicken Sie das Video gerne an in der Infobox und wir blenden es auch gleich noch ein, dann können Sie es auch dort anklicken. Und wenn Sie andere Menschen anziehen und von innen leuchten wollen, dann hilft Ihnen ein wertvolles Geschenk, das ich Ihnen jetzt noch mit auf den Weg gebe. Ich schenke Ihnen mein Webinar, das 3-Minuten-Geheimnis. Dort stelle ich Ihnen eine Methode vor, die mir all meine Erfolge ermöglicht hat, eine Methode, mit der Sie mit nur 3 bis 4 Minuten pro Tag Ihr Leben verändern können. Schauen Sie sich das unbedingt an. Es lohnt sich wirklich. Klicken Sie es hier. Es ist wirklich umsonst. Ich freue mich, Sie in diesem Videoseminar begrüßen zu dürfen. Und jetzt können Sie meinen Kanal gerne mit Glocke abonnieren. Dann bekommen Sie immer Nachricht, wenn ich etwas Neues hochlade. Bleiben Sie mir treu. Schauen Sie wieder vorbei. Ihr Martin Behrle.